Selbstwiederbelebungsviech. Na toll. Jedenfalls wäre es nett, wenn da mal ein paar neue Gegnertypen auftauchen. Darkspore hat verdammt viele, verdammt gute Ideen, sowohl beim Helden- als auch Gegnerdesign. Na, dann gibt es eben wieder diese Kleinigkeiten auf hohem Niveau, über die man stolpert. Ich meine, ich wollte es nur mal gesagt haben, also... Diese Erntemaschinen sicherten einst den materiellen Reichtum des Planeten. Ohne Kontrolle durch die Progenitoren bedrohen sie auch die letzte Oase des Lebens in diesem verstörten Ökosystem. Gesundheitsreserven fehlen. Oh. Overdrive aktiv. Irgendwas hat mich da gerade blockiert, ich kann nicht mal den Helden wechseln. Overdrive beendet. Ich bin froh, dass ich dann noch meine Kumpanen rufen habe können. Und ich wechsle es auf Wex. Ja. Er ist so gelähmt, da fällt sich mal um, weil er tot war. Naja. Uns fehlen übrigens noch zwei Obelisken, meines Wissens nach. Irgendwie bin ich da dauernd gelähmt, das gibt's ja nicht. Verschießt Raketen, die benommen machen. Ah, jetzt ist es mir klar. Triff mal mit Raketen jemanden, den du nicht treffen kannst. Ach Gottchen. Verdammt, der brennt ja. Lebensenergie-Siphon. Ja, komm schon, Voltroid. Lauf doch weg, ihr Feiglinge! Der Verteidigung ist auf Null, wenn ich diese Attacke einsetze. Glaube ich zumindest. Ätzender Piekse. Jawohl, kritischer Treffer. Ein Kristall. 5 von 7. Und ein Obelisk, jawohl. Ja, das wär's gewesen. Obelisk-Zugriff erfolgt. Ein Katalysator. Gib mir den Ausweichwert der Helden eine Erhöhung um 164. Ja, Katalysatoren sind mächtig. Entschuldigung. Ja. Eine Unterdrückungseinheit. Das Spiel kennen wir doch, oder? Sollten wir den Raketen mal kurzzeitig ausweichen? Ein Himmelshornhuf. Hornhuf, Himmelshornhuf, ja. Habe ich auch noch auf die Reihe gebracht. Und dann der sechste Spielkristall. Spielziel 6 und 7 Kristallen, okay. Okay, der sechste Kristall eben. Das Boss-Level, jawoll. Ah, ich starte den Lebensenergie-Siphon aus. Oh mein Gott. Ja, so viel dazu, dass die Viecher draußen drauf haben.
und ich brenne. So, das müsste soweit gewesen sein. Haben wir alle 7 Kristalle? Nein, wir haben nur 6 von 7. Aber da hinten geht's weiter. Energiereserven niedrig. Dachte ich. Ja. Also auf zur Bosshorde. Jawohl, das sieht nach einem richtigen Schlachtfeld hier aus. Ja, verlangsamung schon klar. Autsch, 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 autsch. Hier kommt die Sonnenfaust. Ja, ladet euch gegenseitig auf, vergesst es ja, Schwächlinge. Energie, 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 jawohl. Unterdrückungsmechanoid, das haben wir gleich so. Ja, haha. Maximum Power. Ja, das sind wieder diese Wiederbelebungstypen. Das ist für meinen Schmerzenshund, da muss alles nicht. Jetzt kommen sogar schon Peaks damit, das gibt's ja gar nicht. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Ah, der ist wieder von Immun, genau. Das kennen wir ja auch von woher. Bringt ihm aber auch nichts. Ich sollte vielleicht die Gesundheit einsammeln. Und uns mal kurz in eine andere Dimension verfrachten. Und vielleicht auch mal kurz den Helden wechseln. Wächst wer dran? Ha. Oh mein Gott. Ich sehe gerade den Boss und denke mir echt nur, oh mein Gott. Ja, nächster Held. Wrath ist dran. Nein! Komm schon, dann plätten wir. Nein! Ich will eigentlich nicht in der Bosshalle sterben. Ich weiß, dass ich dadurch meinen Dings verliere. Aber ich brauche die Gesundheit jetzt einfach. Ich habe jetzt schon nicht mehr die Fähigkeiten von Srin und Wrath und das ist schon uncool. Ich kann jetzt zwar immer wieder verlangsamen jetzt mit ja, klar. Ich kann zwar lähmen und verlangsamen, aber das wird es auf Dauer nicht bringen. Ich brauche Heilung. Nein! Darkspur konnte nicht eingedämmt werden. Oh mein Gott. Ich will jetzt nicht jede Mission zweimal starten müssen. Wir haben schon wieder 3 Helden frei. Genetisches Helden-Upgrade, was heißt das? Ich weiß, es kostet 700 DNA, aber was soll's, es erhöht wieder die Begrenzung. Und wir haben neue Helden frei und wir haben wieder die Chance, 3 Helden freizuschalten. Okay, für die benötige ich 14, ich bin auf 13.
Ja, jedenfalls, darf ich wieder aufrufen, sucht euch einen Helden aus, den wir freischalten. Wir haben noch Arachna, Lumen, SRS-42, Magnus, Titan, Maldry, Revenant und Krell. Sucht euch drei aus, ich will die unbedingt freischalten, aber so wie ihr das haben wollt. Und ich fange jetzt nochmal schnell ein bisschen an Wächst das Rumbasteln an. Oder wir nehmen einfach Blitz mit, das können wir natürlich auch machen. Ja. Wie sieht das neue Teil jetzt so farbisch angepasst aus? Farblich angepasst, farblich, ja. Ja, sieht nicht schlecht aus und jetzt bräuchte ich noch eine bessere Waffe für ihn. Die ich wahrscheinlich nicht so schnell bekommen werde. Oh, und ich sehe gerade, ich bin eigentlich schon über der Zeit drüber, die ich aufnehmen wollte. Aber ich bearbeite jetzt noch schnell Blitz, in der Hoffnung, dass ich da ein paar bessere Teile habe. Oh, er bekommt da kleine Füße. Ist ja eigentlich schade um die Watschelfüße, aber was soll ich machen? Ich muss doch seine Kraft etwas erhöhen. Wenn ich in diesem Level dann bestehen will. Für 28 Geschicklichkeit. Okay, es gibt mir auch Gesundheit. Allerdings nicht so viel wie das Bollwerk von Archimedes. Aber das hier gibt mir einen definitiven Boost. Okay, damit ist er zumindest auf 29. Optisch sieht das toll aus. Das lassen wir mal so. Und da tausche ich jetzt noch Wex gegen Blitz aus und das nächste Mal packen wir das dann mit vollem Elan und neuem Schwung an. Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal hier die Mission zweimal starten muss. Das so weit kommt's noch, hey. Das. Blitz. Achso, ich habe jetzt gerade Wex rausgenommen, Entschuldigung. Da habe ich jetzt kurzfristig mal Sage rein. Und hier kommt Blitz rein. So. Ja, das war's dann auch schon für diese Aufnahme. Tut mir leid, dass ich nur diese zwei Level dieses Mal spielen konnte. Wie gesagt, sucht euch drei Helden aus. Ich warte sehnsüchtigst auf eure Stimmen. Es hat sich ja nichts verändert seit dem letzten Mal. Wir haben ja nicht mehr Helden freigeschalten bekommen. Weil mich hier die nächsten drei schon interessieren würden. Naja, dann sage ich wieder danke fürs Zusehen, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao!